wollen das. Ne? Sondern wirklich, man muss auf diesen Stadtnamen gehen und dann funktioniert es auch. Man kommt rein und wunderbar ist die Welt. So, dann kann man hier auf Produktion gehen und zurück. Und ich finde das Menü ein bisschen unübersichtlich, muss ich leider sagen. Früher war es übersichtlicher so. Da hatte man gleich alles offen. Hier ist es jetzt so ein bisschen versteckter. Also mit dem Kaufen finde ich super an sich. Ne, wer Geld hat, also ich hatte manchmal auch Gold. 1000 noch was Gold und was soll ich damit? Also, ne, ich habe dann vielleicht in einer Diplomatie oder so bin ich hingegangen und habe eben ja, mal so aus Jux und Spaß und so dann eben eine andere Zivilisation so ein bisschen bestochen, so nach dem Motto, ach komm, ich gebe dir mal hier so 300 oder 500 Gold und mach doch mal Krieg gegen, weiß ich nicht, so ungefähr, ne? Wobei ich auch sagen muss, das ist ja auch genial, was ich wirklich genial finde, dieses Politische und so, dass man wirklich diese Möglichkeiten hat, ne? Wo ich ja auch sage, das macht den Reiz des Spiels auch irgendwie aus, dass man diese ganzen vielen Möglichkeiten hat und so weiter, ne? Und jetzt ist das Ding hier, sorry, ich mache mir gerade ein Zigarettchen. Für alle, die sich gerade ein bisschen wundern, was treibt der Kerl eigentlich? Er erzählt Romane und 30 Stunden hier das Bildschirmding offen. So, ich habe ein Zigarettchen gemacht. Alle, die mich kennen, wissen schon, nein, ich stehe da nicht gut zu. Und ja, man kann nicht alles ändern, ne? Aber dafür trinke ich nicht oder sonst was. Also jetzt hier so Alk und so kannst mich hier gehen, ne? Also gut. Auf Geburtstagen oder sonst was sage ich, oh ja, gut, nehme ich mal ein Bierchen oder so, ne? Oder besser sagt, ein Schuss oder so. Oder trink auch ein Fläschchen. Aber dann war es das auch wieder, ja. Ein Fläschchen Bier, fertig. Ich brauche auch nicht mein Feuer auf dem Bier und tralala. Da muss ich ja mal sagen, aktuell ist ja auch diese Diskussion mal wieder entbrannt. Ja, machen wir denn hier Alkohol am Steuer 0% und so, oder 0,00 oder statt 0,05 Promille und so was. Ja, warum nicht? So. Ich bitte um Verzeihung. Ja, ich aber auch. So, also hier hat man auch, dass die Berater einen so ein bisschen anquatschen. Man kann es auch sagen, danke, bitte hör auf mit diesen tollen Informationen, ich möchte sie gar nicht haben. Aber okay. Ich habe sie erstmal an. Mal sehen, vielleicht werde ich sie auch irgendwann wieder ausschalten. So, und zwar seht ihr jetzt hier unten das Blubberglas, die Forschung. Und hier könnt ihr natürlich auch wieder in den Theologiebaum reingehen, der sich auch mal wieder... Ja, hattest du gerade schon. Das finde ich ein bisschen schade, dass er zweimal Entschuldigung bittet, aber ja. Der Theologiebaum hat sich verändert. Nein, ihr glaubt es nicht, es ist so. So, und zwar, hier einmal eine Erklärung, noch nicht verfügbar, ist dunkelblau, sagen wir mal so. So, hier haben wir das Zeitalter, wir starten in der Antike, wie immer. Die Landwirtschaft ist übrigens, ich habe jetzt schon, glaube ich, drei Völker durch, und ist immer schon gewesen. Also, ne, wie gesagt, dunkelblau, nicht verfügbar. Noch gar nicht verfügbar zum Forschen. Das Grüne ist verfügbar zum Forschen. Finde ich auch ein bisschen schön gemacht mit diesen Farbunterschieden. Das Blaue ist die laufende Forschung, die haben wir noch nicht ausgewählt. Und darunter haben wir erforscht. Und erforscht sehen wir hier das Goldene, ist die Landwirtschaft und da müssen wir nichts mehr machen. So, jetzt können wir sagen, Tiere bitte noch zur Landwirtschaft dazu. Oder aber Bergbau. Ist beides schön. So, bei C4 und so weiter kann man auch mit der Shift-Taste, die man übrigens links wie rechts über der STRG oder, wie heißt es auf Englisch, CTRL-Taste befindet, falls jemand eine denglische Tastatur hat. Manche Tastaturen haben wirklich das englische CTRL draufstehen. Meine Tastatur zum Beispiel, die ich hier habe,
hat zwischen der linken STRG und der Alt-Taste, nicht nochmal die Windows-Taste, sondern die amerikanische Variante der Shift-Taste, die wiederum eine andere Funktion hat als die Shift-Taste, glaube ich. Oder? Eins, zwei, nee, es funktioniert auch mit der. Also ich habe drei Shift-Tasten an meiner Tastatur, aber zum Beispiel bei Rollercoaster Tycoon 3, vielleicht interessiert es auch jemand, Rollercoaster Tycoon spiele ich auch. Falls ihr jetzt sagt, hey geil, da würde ich auch mal ein Let's Play zusehen oder so, ja. Kann ich gern machen. Ich habe den ersten bis dritten Teil mit allen Add-ons, aber ich glaube, bis ich die alle durchgespielt habe, da haben wir einen Bart bis Ultimo. Wobei ich muss sagen, Civilization, sag ich schon. Rollercoaster Tycoon 1 habe ich damals gesuchtet. So, den zweiten fand ich auch genial. Super toll und alles. Und der dritte waren übrigens beides 2D-Teile. Und der dritte kam als 3D raus und es war aus. Nein, also es war eine extremst Umgewöhnung, muss ich sagen. So. Und ihr seht jetzt schon, wenn ich die Shift-Taste gehalten drücke, also die Taste oder Großbuchstaben-Stelltaste irgendwie, wurde sie auch mal genannt bei der Schreibmaschine. So, über STRG, dann kann ich eine Reihenfolge auswählen, wie rum er erforscht zum Beispiel. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, erforsche mir Bogenschießen, wollte ich gar nicht. So, wenn ich das jetzt wieder loslasse und mach bupp, dann hat er nur eins. Nein, ich wollte Tierzucht, dann das Rad, sehr. Also, hier hat sich auch eine Menge wieder geändert. Ihr seht schon, Schrift zum Beispiel, ja. Wenn ihr jetzt Civilization 4 guckt, Schrift ist wesentlich weiter hinten. So, hier ist es wesentlich weiter vorne. Vor allem, was ich schade finde, Fischen gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Ist weg. Futsch. Picado. In diesem schönen Baum. Es gibt zwar hinten mehr neue tolle Sachen. So. Alle mal gezeigt, ne? Werden wir auch alle nochmal irgendwann erforschen. Vielleicht nicht mehr heute, aber vielleicht morgen. So. Aber wie gesagt, da kann man natürlich in diesem Stammbaum erstmal eine kleine Reihenfolge so festlegen. Was möchte ich als erstes? Also ich möchte immer als erstes schnellstmöglichst Ressourcen sammeln. Deswegen gehe ich auf Tierzucht. Tierzucht bringt eine Menge. Das Rad braucht man jetzt wieder. Das Rad brauchte man im vierten Teil gar nicht. Da gab es Fischen. Hm, komisch, ne? Warum macht man nicht mal beides? Also, naja, egal. So, wie gesagt, da kann man eine Reihenfolge festlegen. Hier kommt schon die Mathematik und so weiter. Währung. Die auch, finde ich, sehr, 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 Dings ist. Ach, und jetzt braucht man wieder für Mathematik Bogenschießen. Das haben sie auch wieder geändert, ne? Früher konnte man Bogenschießen machen, brauchte man aber nicht. War für nichts zu verwenden weiter. Aber jetzt für Mathematik, Also da muss ich sagen, haben sie sich teilweise so ein bisschen auf die alten Teile wieder bezogen, glaube ich. Weil da musste man auch das Rad und so weiter erforschen, um überhaupt zum Beispiel Straßen bauen zu können. Weil ohne Räder, was brauche ich eine Straße? So, aber zum Beispiel Tierzucht ist auch Pferde und so weiter drin, ne? Also Reiten. So, aber Reiten kommt hier hinter dem Rad, was ich auch total finde. So, braucht man nachher wieder für Ritterlichkeit und so was. Hm, ist also ein bisschen arg verstrickt, verzweigt und umgeändert, aber im Großen und Ganzen natürlich dasselbe in Grün. Nur einige Sachen wurden auch zusammengefärscht, glaube ich, ne? Wie eben, keine Ahnung, Fischen und Landwirtschaft. Das ist nicht mehr getrennt, das ist wieder zusammen. So, dann braucht man natürlich den Bergbau. Ohne Bergbau geht hier gar nichts. So, dann haben wir die Steinmetzkunst. Die hatte im vierten Teil auch nichts anderes als diese wunderschönen Weltwunder und baut doch die Stadt mal eine Mauer drum, damit sie besser geschützt ist. So, dann haben wir Bronze- und Eisenverarbeitung. Jetzt könnte man eigentlich die Bronze auslassen, wa? Nee, die Bronze braucht man für Maschinenbau. Und die braucht man für Metallguss.
Also kann man es doch nie auslassen. Und man braucht beide für Metallguss. Okay. So, Maschinenbau, Währung. So, jetzt möchte ich nicht zu weit vorausgehen. Also danach käme natürlich Maschinen. Ne? Das ist übrigens auch für Deutschland sehr schön hier. Weil das ist so eine Vorgehensweise theoretisch auch für Deutschland gut. Schnell auf Maschinen, Stahl, Eisenbahn braucht man, glaube ich, dafür noch, um dann Drall und so weiter zu bekommen. Dynamit, Schießpulver übrigens. Hier heißt es jetzt Dynamit. Ich weiß gar nicht, ob es das Schießpulver an sich noch gibt. Aber Dynamit ist nichts anderes. Nur anders verpackt, ne? Es schießt Pulver in einem Röhrchen quasi. So. Ja. Jetzt werdet ihr merken. Er sagt da unten über der Karte, da ist übrigens euer Sichtfeld, was gerade passiert in dem Sinne. Also was gerade gefragt ist, etc. Er beendet jetzt wirklich die Runden. Alexandro sei mi, hyoston anakton kai ekonoston theon. Cool. Und jetzt schon Pferd. Wo hast du reiten her, Junge? Okay. Also, der liebe Grieche Alexander ist mit seinem Hotel angetrabt. Welches ich sehr schön finde. Kriege ich das Pferd? Nein, schade. das Pferd nehme ich, du kannst wieder gehen. So, ja, natürlich das Normale. Also früher stand ja da, dein Kopf wird auf meinem Speer super aussehen. Ja, Krieg erklären, erklärt den Krieg. Ja, richtig. So, dann kann man handeln mit ihm. Fordern. Fordern war früher auch mal drin. In, glaube ich, Civilizations 2 und so was, kann ich mich erinnern. Den dritten habe ich nicht wirklich gespielt. Besprechen. Auf Wiedersehen. Dann kann ich einfach auch mal so sagen, ja, schönes Hotohü, aber reit doch mal heimwärts, ne? Nein. Da uns hier das schöne Alexander doch hier mal besucht, möchten wir doch mal mit ihm ein bisschen plaudern. Ja, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Was willst du? Du willst eine Kuh? Andere Spieler. Frieden mit, Krieg gegen. Kann man hier durchaus. Hatte Thomas auch gesagt, er hätte es schon ein bisschen so geguckt, aber das gäbe es auch nicht mehr. Gut, heute hatte ich auch das Spiel installiert und gleich ein Update drüber gezogen. Gab es dann, wer weiß, was sie wieder verändert haben, eingeführt oder weggelassen oder wie auch immer. 5 Gold pro Runde gegen 5 Gold pro Runde ist natürlich, boah, wie wär's damit? Ach, das kann man gar nicht mehr. Och, schade. Gut, dann sagen wir erstmal zurück. Handeln können wir mit ihm nicht. Ich hab nichts, er hat nichts. Sind wir beide doof. Oder pleite. So, jetzt kann ich von ihm fordern. Ein Attribut. Jetzt schüttelt er schon den Kopf. Oh. Komm. Ein Gold pro Runde. Nur über meine Leiche. Okay, jetzt lernen wir noch ein bisschen Griechisch. Das finde ich übrigens sehr toll. Also er ist uns neutral gegenüber. Besprechen, Krieg erklären, auf Wiedersehen. Also man kann nicht mal so sagen, hey, ja, lass uns freundlich sein. Sondern das wird hier jetzt auch anders irgendwie... lass uns sprechen. Denunzieren, habe ich auch schon mal gehört. Ja, tolles Wort. Ich finde ja sowieso, Deutschland ist so ein Schwamm der ganzen Sprachen irgendwie, also pff, naja, der Gockel hat es ja auch schon geschafft in Duden. Sollen wir einen Krieg erklären gegen, aha, öffentlich denunzieren, was soll denn das heißen? Sorry, aber manchmal muss ich auch mal lesen. Aha, also man kann damit den Oberhaupt so ein bisschen runter machen, so nach, ach, was, du bist ein Häuptling hier, geh doch mal nach Hause. Und, ja, verärgert ihn einfach nur damit. Also man provoziert eigentlich. Provozieren hätte es auch wunderbar getroffen. Kennt jede Sau, aber nee, wir nennen es einfach mal denunzieren. Und zwar öffentlich. So. Sollen wir einen Friedens...
Erklärung unterzeichnen. Aha. Gründe keine neuen Städte in unserer Nähe. Oh. Also, sprich, wir können sagen, jo, wir machen Krieg mit dir. Oder ich mache mich einfach mal lustig über dich. Dann kann ich sagen, naja, gut, da du schon mal hier bist, lass uns doch mal einen Freundschaftsvertrag machen. Oder aber ihm sagen, naja, wir sind zwar neutral gegen dich eingestellt, aber Städte bauen wir hier nur, ne? Ja, so, kleine Zusammenfassung mal. So, eine solche Erklärung zu diesem Zeitpunkt unserer Beziehung wäre verfrüht, meine Herren. Ich wollte gerade verrückt sagen, aber na gut, verfrüht trifft's auch. Vielleicht ein anderes Mal. Ja, dann würde ich sagen, auf Wiedersehen, oder? Haben wir noch was? Nee, gut. Ruine erforscht. Wieso erkundet, würde ich sagen. Aber erforscht? Hm. Und wir haben 70 Gold gefunden. Hey, wo auch immer. Also ich habe jetzt auch den Kriegertrupp. Boah, nicht alle auf einmal. Stadtstaaten sind kleine Länder, die nicht um den Sieg kämpfen. Ihr könnt diplomatische Beziehungen zu ihnen aufbauen oder gegen sie in den Krieg ziehen. Diese Stadtstaaten, ich hatte es schon kurz erwähnt, gibt es jetzt zuhauf. Nerven einfach teilweise nur. Aber sie gibt es nun mal. Und rivalisieren aber gegeneinander. Das bedeutet, das ist auch das Nervige, finde ich, so ein bisschen. Wenn es sie einfach nur gäbe, du könntest so wie bei Arno oder sonst was einfach mal so hingehen und sagen, ach guck mal, da wohnt einer, ich siedel mich daneben und wir machen ein bisschen Handel. Hm, ist das schön und gut. Aber dadurch, dass sie gegeneinander rivalisieren, meine Herren, wieder so ein tolles Wort, dann ist es natürlich so, dass sie laufend zu dir kommen und sagen, du, vor allem, jetzt haben wir Belgrad gefunden, ein Stadtstaat, der einfach nur eine Stadt ist. So, sagen wir erstmal danke. Feindlich gesinnen, was? Gut. Schließen. Ja. Was nun wieder? Der denunziert uns. Dass man euch nicht trauen kann. Oh, der denunziert uns, so ein Schwein. Und öffentlich denunziert. Oh, Hinweis, ihr befindet euch nicht im Krieg. Also er hat mich einfach nur so ein bisschen beleidigt und sagt, naja, ihr seid halt nicht trauenswürdig. Und, gut. Werdet ihr schon bald bezahlen? Na gut. Also ich kann es jetzt gelassen nehmen und sagen, ja, gut, okay. Bin ich halt nicht vertrauenswürdig. Oder ich sag gleich, ey Junge, pass mal auf, ihr Krieg, ne? Ihr wollt das vielleicht in Betracht ziehen. Wie jetzt? Es ist an mir feindlich besonnen. Welch erbärmlicher Anblick. Euer Reich ist so unkultiviert. Was? Aha. Jetzt beleidigt er mich weiter. Das finde ich ja noch mal richtig nett. Ich sag, du hast ein schönes Pferdchen. Du kommst hier angetrabt und beleidigst mich. Ja, dankeschön. Zäh. Frechheit. Also er provoziert mich einfach mal und ich sage, oh, na gut. So. Aha. Okay, danke für den Hinweis. Also man kann mit den Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Das hat man übrigens früher wirklich getan, dem Ochsen das Maul verbunden, damit er den Weizen nicht frisst.
So. Hier sind ja auch einige Weisheiten und so bei oder Dinge, die überhaupt, kann man sagen. So,